Hallo zusammen und zurück in Chicago in den 1920er Jahren. Wir spielen immer noch eine Runde Cthulhu Gangster und haben hier eine nicht ganz so erfolgreiche Runde gehabt beim letzten Mal. Das Würfelpech oder das Geschick der entsprechenden Charaktere war nicht ganz so berauschend, inklusive Verfolgungsjagden von kleinen Siebenjährigen, die dann doch durch ihre Ortskenntnis und ihr Geschick ein wenig eleganter davongekommen sind. Wie auch immer, ihr habt am Ende der letzten Runde ein kleines Depot aufgetan. Dort gab es eine Reihe von Kisten. Den eigentlichen Anführer der Mariani-Gang oder den vermeintlichen Anführer der Mariani-Gang, den habt ihr noch nicht gefunden, beziehungsweise der ist euch entkommen. Der letzte Zug war im Wesentlichen, dass ihr die frisch gefundenen Schätze dem Boss bringen wolltet, damit er hoffentlich ein bisschen milde gestimmt ist und das als freundliches Geschenk nimmt zum Ausgleich dafür, dass irgendeine Kinderbande euch das Leben da schwer macht. Gut, stellen wir euch nochmal vor. Wir hätten auf der einen Seite Luna. Hallo. Dann hätten wir Ricardo Ombra. Hallo, servus. Falcone Di Maria. Hallo. Tommy Massino. Hallo. Und Francesco Russo. Hallo. Und zusammen seid ihr dann die Gangster der Porterhouse Six Gang. Wie gesagt, am Ende der letzten Runde habt ihr euch aufgemacht zum großen Versteck oder zum Depot oder was auch immer das ist von der Porterhouse Six Gang, um dort Tyler Banks zu treffen. Ihr seid von Luigi Pastagan ja dringend aufgefordert worden, euch da mal einzufinden. Mittlerweile war natürlich schon tief in der Nacht und ihr habt Tyler Banks, den Boss, dann nicht mehr da angetroffen, zumal ihr zu unterschiedlichen Zeiten eingetrudelt seid, weil der ein oder andere aufgrund gewisser Brandstifteraktivitäten noch ein bisschen verspätet dazu gestoßen ist. Wir überspringen also ein ganz kleines bisschen und sind mehr oder weniger am nächsten Tag dann wieder an der entsprechenden Stelle in der Lagerhalle. Und dort trefft ihr also dann auf Tyler Banks und als ihr eintretet, kommt auch schon direkt auf euch zu. Ah, da seid ihr ja, wunderbar, wie geht's euch? Oh, Luna, Luna, komm her, meine. Na, hallo, buongiorno. Buongiorno, ihr habt ja schöne Sachen mitgebracht hier. Ja, nicht wahr? Hat sich gelohnt. Das kann man wohl sagen, ja. Immer wieder schön, solche Geschenke zu bekommen. Aber kommt doch her, setzt euch, nehmt doch mal einen Schluck. Oh, gerne doch. Der ist ja aber gut gelaunt. Na gut. Erstaunlich. Eine frisch geöffnete Flasche, hoffe ich. Vergiften wird er uns wohl nicht, oder? Dann wird er uns leichter los, glaube ich. Egal. Schauen wir mal. Wenn er uns töten will, dann erschießt er uns. Oder lässt uns erschießen, besser gesagt. Ja, wir müssen noch ein paar Stunden spielen. Wenn wir in der dritten Session von unserem Chef getötet werden, dann haben wir echt was falsch gemacht. Wir haben eine Menge falsch gemacht. Aber oh Mann. Schauen wir mal, wie das endet. Ja, ich lasse mir auch was einschenken, oder? Ich schenke mir selber was ein. Ich lächle unseren Boss an. Ich nehme meinen Hut ab und begrüße ihn freundlich und setze mich auch hin. Das Gleiche ist bei mir. Ich habe den Hut abgenommen, bleibe aber im Hintergrund stehen und halte den Hut einfach so gesenkt vor meiner Brust. Es ist schön, dich endlich noch einmal wiederzusehen. Ja, nicht wahr? Er holt eine kleine Schachtel hervor, öffnet diese und reicht die einmal rum. Ein paar Zigarren sind da drin. Ja. Ich lehne dankend ab, weil ich nicht rauche. Ich nehme natürlich eine. Du hast aufgehört? Ich nehme eine, ja. Ich reiche die Schachtel auch weiter. Ich lehne dankend ab und zeige auf meine lange, elegante Zigarette, die in einem Verlängerungsstück steckt. Das ist ein wenig damenhafter. Das steht mir besser, oder? Er reicht dir aber auf jeden Fall Feuer. Danke. Ja, er schwadroniert so ein bisschen, wie denn die Geschäfte so laufen würden und dass da jetzt die Tage doch einige sehr merkwürdige Brände in Chicago zu verzeichnen waren. Einer davon sogar in seinem Revier oder in eurem Revier. Du wärst ja nicht ganz auf dem Laufenden, das ist ja gut. Das werden wir wohl gleich ändern müssen. Und nach so 20 Minuten oder so fliegt die Tür gegenüber auf. Und es kommen nochmal drei Männer rein. Kennen wir die? Ja, die habt ihr entfernt schon mal gesehen. Das sind auch Mitglieder der Gang. Oder der Familie. Aber die sind uns freundlich gesinnt. Ja, das muss es nicht unbedingt heißen. Also, auf den zweiten Blick. Tyler Banks springt auf und geht ihnen entgegen und sagt, ah, Giovanni, Tony, Luca. Begrüßt sie also auch relativ schön. Kommt, setzt euch zu uns. Wir haben was zu feiern heute. Die drei kommen also zusammen mit Tyler auch an den, ja, ist ein Tisch und mit diversen Stühlen. Meine Freunde hier haben und richtig gute Sachen gefunden. Sie können unser Geschäft mal wirklich bereichern.
Großartige Arbeit. Ich liebe es, wenn die Familie funktioniert. Bietet denen auch etwas zu trinken an und... Ich lehne mich mal so zu Tommy rüber. Wir sollten ihn langsam auf den neuesten Stand bringen, oder? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Das kann doch nicht sein, dass Pastagan ihm nicht schon alles erzählt hat. Du bist da einfühlsamer als ich. Vielleicht bringst du es ihm schon bei. Ich weiß nicht, ich muss das noch ein bisschen beobachten hier, die Situation. Die sind nicht offensichtlich bewaffnet oder so, ne? Also nicht offensichtlicher als wir. Okay, nein, nicht offensichtlicher als ihr. Gut. Guter Zusatz. Ja, ich halte mich auch erstmal zurück und warte, wie sich das hier entwickelt. Bin etwas misstrauisch, dass das irgendwie doch ein zu freundlicher Empfang zu sein scheint. Oder ich unterschätze einfach den Wert der Sache, die wir gefunden haben. Tyler ist eigentlich schon so bekannt, dass er unter Freunden sehr großzügig ist. Durchaus immer wieder mal gut gelaunt. Gibt dann auch gerne mal was von dem Reichtum oder was auch immer dann entsprechend ab. Er weiß seine Leute an sich zu binden, zu belohnen. Und Feste soll man ja feiern, wie sie fallen, nicht wahr? Natürlich. Aber er hat uns jetzt gar nichts gefragt, oder? Also er hat das nur kommentiert irgendwie, dass es gebrannt hat. Ja. Genau. Okay. Dann müssen wir ihm eigentlich auch nicht mehr erzählen, oder? Bis wir das Problem gelöst haben. Ich denke auch. Diskutierst du das gerade aus oder sind das Gedankengänge bei dir? Das ist Metaplay. das kommuniziere ich durch Stirnrunzeln an meine Mitstreiter. Wir haben da so ein ausgeklügeltes System, Augenbrauen. Genau, wir haben so eine Geheimsprache. Augenbrauen und Stirnfalten. Man sieht nur, dass ich besorgt gucke und es wenig sage während der ganzen Unterhaltung. Ja, Tyler steht auf und läuft ein bisschen umher und schwadroniert weiter im Sinne von, das Wichtigste, was man überhaupt haben kann, das ist ja die Familie. Was hat man denn sonst schon, wenn man die Familie nicht mehr hat? Man muss sich auf jeden Einzelnen verlassen können, nicht wahr? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Wie ein Rädchen in einem Uhrwerk. Du sagst es, Luna, ne? Denn... Wenn man mal Probleme hat, wer soll einem denn dann helfen, außer der Familie und den besten Freunden? Deshalb müssen wir alle zusammenhalten und alles muss laufen wie am Schnürchen. Ja. Natürlich, Boss. Ich bleib still, nur keine Aufmerksamkeit erregen. Ich nicke auch nur. Man redet ja schließlich nur, wenn man gefragt wird. Ich lächle und nehme ab und zu einen Zug. Ich verschluck mich am Brandy. Eine Familie, das ist doch wie der eigene Körper, nicht wahr? Man muss was macht der eigene Körper, wenn du nicht mehr laufen kannst? Dann bist du nichts mehr. Er steht dabei hinter Falcone, klopft ihm so auf die Schultern. Ja, wichtig ist doch, dass wir uns untereinander unterstützen und wir eins sind. Ja, wichtig ist, wenn es mal Probleme gibt in der Familie, dass die Familie das dann auch zusammen bewältigt, natürlich. Das hast du schön gesagt, Tommy. Aber man muss auch nicht immer die gesamte Familie mit jeder Kleinigkeit belasten. Des Individuums. Damit die Denker und Köpfe Zeit haben, sich um die wichtigen Dinge zu kümmern. Ja, Tommy, aber am besten ist es doch, wenn es gar keine Probleme gibt. Deshalb geben wir unser Bestes, so etwas im Keim zu erstellen. Wir geben unser Bestes, das stimmt sogar. Wir geben immer unser Bestes. Wir waren stets bemüht. Das weiß ich doch, sagt er und kommt bei Tommy vorbei und klopft ihn auch nochmal ordentlich auf die Schulter. So ist es. Das ist doch bei jedem von euch so, nicht wahr? Natürlich. Und dann steht er neben Giovanni. Es ist absolut wichtig, dass jedes einzelne Körperteil funktioniert. Wenn auch nur eines nicht wirklich greift, nicht gehorcht, nicht tut, was man verlangt, dann fängt man an zu straucheln, nicht wahr? Er greift Giovannis Hand und sagt, diese Hand hier, nimm deine Hand. Was ist, wenn die nicht mehr funktioniert, wenn die macht, was sie will? Er haut die Hand auf den Tisch und donnert mit seiner anderen Hand ein Messer durch den Handrücken auf den Tisch und nagelt die Hand so am Tisch fest. Hat er noch mehr versagt als wir? Die ganze Einleitung ist vielleicht nur für die. Dann funktioniert die ganze Einheit nicht mehr. Ich meine, wie soll er sich dann noch wegbewegen? Dann ist die ganze Sache ja zum Scheitern verurteilt. Siehst du, Giovanni? Giovanni schreit natürlich auf. Wie ist das, wenn die Hand nicht mehr funktioniert, wenn die Hand nicht mehr tut, was du willst? Das ist schlecht, nicht wahr? Giovanni, hast du mir nicht gesagt, dass von deiner letzten Ladung das zu wenig geliefert worden ist? Was willst du? Natürlich. Was machst du? 12 Kisten, zu wenig geliefert worden? Ja, hab ich dir doch gesagt. Francesco, wie viele Kisten hast du gefunden?
12. Und was war in den Kisten? Dieses vorzügliche Getränk hier. Hörst du, Giovanni? 12 Kisten von diesem vorzüglichen Getränk hier. 12 Kisten, die angeblich nicht geliefert worden sind. Damit geht er in eine Ecke, kommt wieder zurück. 12 Kisten, die angeblich nicht geliefert worden sind. 12 Kisten, Giovanni, die du mir gestohlen hast. Und donnert mit einem Knüppel, eher Baseballschläger, einmal auf seinen Arm nieder. Auf den er an die Tischplatte den er festgenagelt hat. Ah, ja, das reißt. Ugh, Kind. Ha. Hat er versucht, den Kopf zu treffen oder wollte er den Arm treffen? Nee, ich glaube, er hat versucht, den Kopf nicht zu treffen. Wir hätten den Kopf getroffen. Also ich bleib da die ganze Zeit entspannt sitzen. Ja, ich guck auch so auf mein Getränk. Ich hab ein Bein über das andere geschlungen, schaue interessiert zu, schüttel dir den Kopf dann und wirke enttäuscht. Wir haben mir seine eigenen Sachen zurückgeklaut. Mann, dachte, wir könnten mal echt punkten hier. Ja, ich sehe mich so ein bisschen an Giovannis Stelle, wenn wir es nicht bald mit der Mariani-Gang hingekommen. Wir haben doch gerade erst entdeckt. Aber jetzt können wir sagen, dass die Mariani-Gang Support hatte von Verrätern aus eigenen Reihen. Wenn das, ja, das wird kein dummer Zufall gewesen sein, dass das gerade dort gelagert hat, wo der Junge gewohnt hat. Ich glaube, wir müssen ein kleines Gespräch mit Giovanni führen. Ich hoffe, das ist noch möglich hinterher. Ich glaube nicht. Jetzt schnell vielleicht. Giovanni winselt und schreit, ob der doch ordentlichen Schmerzen eines gebrochenen Arms, vielleicht auch mehrfach gebrochen, winselt und fleht. Giovanni, Familie, da beklaut man sich nicht gegenseitig, da betrügt man sich nicht gegenseitig. Hast du das verstanden? Als Giovanni dann kurz nickt, haut er mit dem Knüppel einmal quer und trifft den Kopf, der zur Seite wegknickt, und dann sackt Giovanni auch zusammen. Oder schmeißt den Knüppel weg, nimmt sich eines der Gläser und prostet euch zu und sagt: Prost! Auf die Familie! Cheers! Prost! Ich heb mir mein Glas. Ich möchte, dass ihr die nächste Ladung sichert. Ich glaube, euch kann ich vertrauen. Sehr gute Wahl. Wir werden dich nicht enttäuschen, Boss. Nein. Kein Fall. Morgen Abend kommt die Lieferung. Am Hafen. Ein ganzer Lastwagen voll. Ihr bringt ihn doch sicher ins Lager, nicht wahr? Ja, Boss. Natürlich, Boss. Selbstverständlich. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Wir haben ja auch die fehlenden Kisten zurückgebracht. Ja, da bin ich euch auch für dankbar. Senior, sollen wir den da rausschaffen? Ich glaube, das können seine zwei Kumpane noch machen. Nicht wahr? Die zwei sind kreidebleich und haben jetzt sich überhaupt nicht gerührt und nicken sehr gehorchend und machen sich sofort dran, die Leiche von Giovanni. Ich halte ihnen die Tür auf. Tut man doch so in der Familie, oder? Ach, das war gleich eine Leiche. Okay. Tyler schwenkt mental komplett um und schwadroniert wieder. Insbesondere als Giovannis Leiche dann aus dem Raum raus ist, schwätzt er über alles Mögliche, über Sport, aktuellsten Ergebnisse, schenkt jedem immer reichlich nach. Ich trinke nicht, wie gesagt. Ich danke mich immer, aber wie gesagt, ich trinke nicht. Ricardo, du solltest was trinken. Männer, die nicht trinken. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe einen zu nervösen Magen. Senior. Unser Umbra. Um nochmal auf den Lastwagen morgen zurückzukommen. Wo werden wir den Lastwagen in Empfang nehmen? Im Hafen? Luigi, du hast das doch organisiert. Erzähl den Jungs, was zu machen ist. Ich hab noch einen Termin, sagt er und blickt entsprechend mindestens zweideutig drein, hebt nochmal das Glas und sagt: Auf die nächsten Geschäfte. Macht's gut. Auf die nächsten Geschäfte. Ciao, Luna. Und danke für diese wundervolle Chance. Also falls er aus dieser Tür rausgeht, wo er rausgehen sollte und ich in der Nähe bin, öffne ich natürlich die Tür. Okay, ich mache einen Strich in das goldene Buch. Ein Fleißkärtchen. Vielleicht sticht er mir beim nächsten Mal nicht erst die Hand kaputt, sondern er schlägt mich gleich. Das heißt, er speichert schon mal Schmerzen. Das ist verdammt. Euch höre ich noch schreien, ihm von mir nichts. Ja, damit seid ihr alleine in der Base, zusammen mit Buster Gunn. Ich bin wirklich enttäuscht über diesen Vertrauensmissbrauch. Ich atme tief aus. Er hat definitiv verdient, was er bekommen hat. Wir haben Glück, dass andere hier noch inkompetenter sind als wir.
uns jetzt angestellt. Wir sind nicht inkompetent. Sagst du das laut? Ja, das sage ich laut. Bin nicht sehr zufrieden mit unserer Leistung vom letzten Abend. Bruder Herz, das möchte ich nicht noch einmal von dir hören. Wir sind nicht inkompetent. Wir haben uns aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das können wir besser, oder? Was für morgen beweisen, Herr. Wir haben nichts falsch gemacht. Also, Pasta, erzähl. Das stimmt, der ist ja auch noch da. Oh. Ja, der ist auch noch da. Ja. Deswegen bist du eben gerade gefragt worden, ob du das laut sagst. Ich bin sicher, du meinst das nicht so. Also ein bisschen Selbstironie, das müssen Sie vertragen können. Okay, Jungs, hört zu. Am Hafen Pier 6 kommt morgen Abend aus Kanada eine frische Lieferung rein. Ist getarnt als keramische Antiquitäten. Wir haben Laster schon da deponiert. Oder der wird morgen im Laufe des Tages da bereitgestellt werden. Ihr braucht also eigentlich nur hin, zu sehen, dass die Kisten aufgeladen werden und die Ladung sicher hierher bringen. Sollte eigentlich nichts passieren. Wann kommt die Ladung genau an? Normalerweise sollte gegen 18 Uhr da sein. Und wie heißt das Schiff? Das Schiff? Keine Ahnung. Das wechselt immer wieder mal. Am Pier 6 halt. Genau. Ja gut, dann werden wir die Strecke mal sichern. Wie gesagt, sollte eigentlich ein Katzenspiel sein, sollte nicht viel passieren. Ist ja noch nie was passiert. Außer als Johanni dran war, ja. Außer wenn man sich selber bedient und, naja, ich glaube... Sollen wir die Sachen hier ins Lager ausbringen oder diesmal woanders hin? Nee, direkt hier ins Lager. Danach den Laster aber wieder wegbringen. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, mal das Lager auszuwechseln. Frauen. Luna! Zerbricht dir darüber nicht den Kopf. Alles klar soweit? Das kriegen wir hin. Ja. Wie viele Kisten sollen es sein? 2 Dutzend sind es. 2 Dutzend, gut. Und wir haben uns versichert, es sind 2 Dutzend. Wir werden sie nachstellen. Ja. Was denn, schwang der etwa Misstrauen in seiner Stimme mit? Sagt das eine Familie? Das war kein Misstrauen, das war einfach nur Bestätigendes, dass man aus vergangenen Erfahrungen gelernt hat. Ich denke, wir sollten uns jetzt vorbereiten. Ja, genau, lass uns noch ein Trinken gehen. Ja, wir müssen noch die Bolognese machen, sowieso. Dein Fleisch wird kalt. Wir sehen's dann. Ich lächle ihn an. Ich heb das Glas auch nochmal an. Prostet euch zu. Cheers. Ciao, Pasta. Ciao. Bis morgen. Bis morgen. Gehen wir oder geht er? Ich gehe. Ich auch. Ihr geht. Dann gehe ich auch. Ich gehe zum Auto. Ich halte die Tür auf. Steige ein. Mach die Tür zu. Steige auch ein. Warte, bis alle drin sind. Ich drück mal eben auf Fast Forward, ja? Leute, wir sollten eine Strecke nehmen, die vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Nehmen wir doch einmal an, dass wir wirklich von, wie hieß er nochmal, Giovanni verraten wurden. Nehmen wir doch an, dass er Informationen dazu weitergegeben hat. Und in dem unwahrscheinlichen Falle, dass wir keine 24 Kisten entgegennehmen, was tun wir dann? Ja, oder dass die Marianis uns da irgendwie ein Bein stellen an der Stelle. Darauf kannst du dich wahrscheinlich vorbereiten. Ja. Das heißt, wir müssen uns bewaffnen. Bewaffnen? Wir sollten uns einmal die Strecke anschauen. Und wir sollten damit rechnen, dass wir auf jeden Fall angegriffen werden, weil Giovanni war nicht alleine. Nein, Luca und wie hieß der andere doch gleich? Tony, ja. Vielleicht sollten wir die mal befragen, ob die was wissen. Ich glaube nicht, dass die uns irgendwas sagen. Nun, nach dem Erlebnis sind sie vielleicht irgendwie... Die werden verdammt sauer sein und uns an den Kragen gehen wollen. Warum sollen die uns an den Kragen gehen, Luna? Verstehe ich auch nicht. Naja, weil wir jetzt seine Gunst gestiegen sind. Und ja und? Durch ihr eigenes Versagen. Und wir haben die Kisten zurückgebracht. Das menschliche Psyche. Punkt 1, wir wussten überhaupt nicht, was das für Kisten waren. Punkt 2, wir wussten überhaupt nicht, von wem die Kisten waren. Und Punkt 3, die wissen ganz genau, wenn die uns was antun, sind die Ersten, die geköpft werden. Die werden gar nichts machen. Ach, lass ihr doch ihren Weibertratsch, Ricardo. Die werden überhaupt nichts machen, die zwei. Die sind so eingeschüchtert, die haben sie in die Hose gepisst. Gibt ja gleich Weibertratsch. Komm auf dich zu. Oh, das wird spannend. Ich zieh meinen Hut ins Gesicht, wünsche euch eine gute Nacht, schlag meinen Kragen hoch und geh nach Hause. Ich puste ihm ins Gesicht. Okay. Tommy, kommst du? Ja, natürlich. Dann bis morgen. Ja, bis morgen. Im Gehen schaue ich Tommy an, sage, ein feines Pinsel. Ach ja, wir müssen trotzdem zusammenhalten hier. Ja. Das heißt, wir uns noch gegenseitig zerlegen. Na, wir müssen aufpassen. Der Bruder kann ziemlich schnell umschwenken. Wir werden das schon schaffen diesmal.
Wir haben doch sonst immer alles hinbekommen. Die Einstellung gefällt mir. Ja, die funktioniert. Was machen wir jetzt noch die ganze Zeit? Haben wir noch irgendwas anderes zu tun? Wir sollten uns einmal die Strecke anschauen. Das ist eine gute Idee. Und vielleicht die Strecke auch ein, zwei Mal abfahren und schauen, wo die Leute lauern könnten bei der Fahrt und vor allen Dingen, wenn wir die Kisten verladen. Ja, das ist jetzt nicht wirklich weit, oder? Ich meine, kennen wir die Gegend nicht schon? Ja, aber es ist besser, wenn wir uns das nochmal genauer angucken, damit wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Wir müssen auf jeden Fall Umbra abstellen, dass er dann ein bisschen quasi uns den Geist macht. Das ist auf jeden Fall so. Jemand, der bewaffnet uns den Rücken deckt. Genau. Das kann er doch gut, ne? Und auch der Einzige, der sich gut verstecken konnte von uns. Ist der gut genug im... Der kann alles. Ja, ja. Ansonsten kann ich das auch gerne machen. Du kannst auch alles. Du weißt, dir vertraue ich natürlich am meisten. Ich kann nicht alles. Aber es ist nett, dass du mich vertraust. Natürlich. Im Kissen schleppen bin ich nicht gut. Ich lieg lieber im Hinterhalt und sicher. Wie ist das mit Falcone? Du bist auch eher der Mann fürs Grobe, ne? So konntest auch nicht so gut abtauchen. Ihr seid doch gegangen. Ich bin doch gar nicht mehr da. Das war eine Metafrage, das weiß ich ja über dich. Also mein Charakter weiß das. Ich kann relativ versteckt bleiben. Gut, dann machen der Anwalt und ich, wir machen das Gespräch, das Übergabegespräch und die anderen schauen mal, was passiert. Wenn die Kisten nicht zu schwer sind. Dann machen wir Overwatch. Ja, das packen wir schon. Ja, einer muss den Laster fahren. Ja, kann noch jemand außer mir Auto fahren? Wir können alle Auto fahren, oder? Ja, in vernünftigem Maße. Den Skill habe ich nicht, also die 20% halt. Ja. Bis es stressig wird, kann ich Auto fahren. An der Ampel halten schaffe ich auch noch vielleicht. Also das heißt, die Grundfertigkeiten müssen nicht in normalen Verkehrssituationen in der Stadt, das kriegt er schon hin. Zählt es auch für den Laster? Ich muss einfach nicht würfeln, wie wir es dann... Sagen wir mal, für den Laster ist dann schon ein bisschen... Wäre praktisch, den höheren Skill zu haben, ja. Gut, dann bräuchten wir vielleicht unseren besten Fahrer am Laster. Ja, werde ich schon machen, denke ich. Die anderen fahren halt hinterher. Mhm. Und ruinieren wieder mein Auto, das kenne ich schon. Umbra fährt ja generell sowieso nur auf Steigbügeln mit. Der ist immer abwurfbereit. Das ist wichtig. Wie spät haben wir es inzwischen? Ihr habt euch in der Größenordnung 18 Uhr da getroffen. Von daher ist man jetzt bei 20 Uhr mindestens. Welcher Wochentag? Dienstag. Ja, muss ich ja morgen früh raus. Nicht nach Hause. Naja, der Tag ist noch lang. Ja, so gesehen habt ihr noch 22 Stunden. Na, davon geht Schlaf und Arbeit schon mal weg. Ja, will irgendwann was Bestimmtes machen, sonst sollten wir doch einfach vorspulen, oder? Bevor wir jetzt nur Alltag haben. Oder hat die mal was Cooles? Nö. Wird jetzt die Nacht im Club verbringen, spät nach Hause kommen. Vielleicht passiert ja was. Random Encounter. Dann ausschlafen, meine Wäsche wegbringen zur Wäscherei. Das möchte ich gerne hören, im Detail. Total, nicht? Na, du solltest den Wäschereibesitzer kennenlernen. Ja, wann und wo trefft ihr euch? Was macht ihr? Ihr habt doch nichts ausgemacht. Haben wir nicht irgendwie einen Standardtreffpunkt? Kann man vielleicht von ausgehen, ja. So ein Frühstückscafé, nicht wahr? Also sind wir auf der Rückfahrt denn nochmal da lang gefahren? Nö. Ja, ich finde schon. Also das, was haben wir noch gemacht? Wir haben uns das nochmal angeguckt, ne? Das war unser Plan. Also definitiv nochmal die genaue Strecke angeschaut, die Ecken und so weiter, vielleicht ein paar Notizen gemacht und sich den Hafen da angeguckt, wie das da so ausschaut am Pier. Genau. 6. Wir haben die Route geplant, wie wir fahren auch. Mhm. Am wenigsten. Genau. Irgendwie am schlechtesten in den Hinterhalt rein. Mhm. Der Tag ist jetzt rum, ja, ihr seid in der Frühschicht arbeiten gegangen und trefft euch jetzt irgendwie wie üblich am Nachmittag oder wie auch immer für eure sonstigen Aktivitäten, die Nebenbeschäftigung. Ja, eine Hauptbeschäftigung. Aber dann würden wir uns halt rechtzeitig in Richtung Hafen aufmachen. Jedenfalls stelle ich das Auto hier auf der anderen Seite des Blocks ab. Ich würde gern vielleicht ein bisschen mit einem anderen Auto vorfahren. In Position wolltest du gehen, ne? Oder vielleicht auch eine Stunde vorher fahren, mich in Position legen. Hast du ein Scharfschützengewehr? Ich habe in der Tat ein Gewehr, ja. Mit Sicherheit. Sehr schön. Da, wo wir halt die Übergabe vermuten. Einfach nur sicher. Ja, ich komme denn mit Kisten schleppen. Und dann nachher fahren mit dem Auto hinterher. Wenn es dann so ist, gehe ich halt hoch zum Pier. Ihr seid noch in der Planungsphase, ne? Oh, Verzeihung. Du kannst ruhig da bewegen, aber ihr sagt dann einfach irgendwann, wenn ihr sagt, ihr habt euren Plan und es geht los. Das ist ein offener Laster, ja? Oder wie? Der Laster hat eine Plane. Also der ist komplett zu hinten. Gut. Kommt man von hinten hier aufs Dach? Also da, wo ihr steht, das ist ja so eine Seitengasse. Also ich bin ja vorgefahren. Nee,
Nicht wirklich. Das sind Lagerhallen. Okay. Sind denn da irgendwelche Kisten, die da sonst noch stehen? Oder irgendein Gerümpel? Oder? Ja, habe ich doch da. Ach so. Oder kann man davon ausgehen, dass die Seeleute die Kisten schleppen? Würde ich nicht von ausgehen. Die helfen nur beim Verladen. Da oben ist ja auch der Kran. Das wollte ich gerade fragen. Das ist der Kran. Nee, helfen sie beim Verladen der Kisten in den Laster? Nö. Gut, also müssen wir jetzt mal. Vielleicht gegen mittleres Entgelt oder so, aber... Tommy, du warst ziemliche Bohnenstange, oder? Bohnenstange? Wie viel Stärke hast du? Kannst du schleppen? Also wirklich, ich habe, glaube ich, 55 oder so. Also Bohnenstange, also müssen Ombord dich das Ding schleppen. 55. Was ist denn hier? Nee, die... Was? Ja, jetzt geht's wieder los mit Maßstab. Nee, da auf den Maßstab habe ich noch gar nicht geachtet. Ne? Ach so. Das Auto und die Gebäude so in dem Sinne, das kann man als Maßstab nehmen, aber bitte jetzt nicht mit dem Lineal dran gehen. Nein, ich wollte einfach nur gucken, wie weit ist das vielleicht vom Laster bis zu der Ecke hier? Maximal 50 Meter. Okay, das sollte gehen. Aber das ist alles da oben, Hafen, also da kommt ihr nicht wirklich raus, ne? Also wenn ihr raus wollt, dann müsst ihr schon... Nee, ich suche mir nur einen Platz, wo ich mich verstecken kann. Achso, dann habe ich nichts gesagt. Ja, doch, erzähl mal weiter. Also unten, wo ihr im Augenblick steht, das ist so die Hauptstraße. Okay, also kann man denken, das gibt einen Hauptweg zu unserem Lager. Der Laster muss also hier durch, dann hier irgendwie auf die Straße und dann nach links oder rechts und dann halt durch die Stadt bis zum Lager. Es kann doch kein Zufall sein, dass das hier steht. Da ist doch irgendwas drin, eine Bombe oder so. Hätte es wenigstens kaschieren können. Voll misstrauisch. Seltsam gewesen, wenn da nichts stehen würde. Wenn der Laster hier durch muss und der steht zufällig was. Naja. Ah. Da wir sowieso hier durch müssen und das Meter weglassen. Also wir müssen da durch. Ja, irgendwie auf die Dächer müsst ihr irgendwie rauf. Ja, keine Ahnung. Was ist denn hier, was ist denn das hier für ein Gebäude? Irgendwelche Hafengebäude, Werkstätten, Lager. Kommt man da hoch und ist das höher als das Lagerhaus? Nö, die sind alle etwa mit einer Toleranz von 2 Metern gleich hoch. Käme ich da hoch? Ach doch. Bist du Spider-Man? Nein, Feuertreppe. Glückswurf. Nö. Also man kommt gar nicht auf die Dächer. Außer von innen, oder wie? Dann könnte man sich ja in der Gegend umgucken. Ja, das haben wir... Auch wenn eine Frau im Hafen bestimmt sehr auffällig ist. Wir haben es ja gestern... Ich laufe ja nicht offen durch die Gegend. Deshalb komme ich auch ein bisschen vorher. Und wir haben es das ja gestern angeguckt. Also entweder greifen die ein während dem Beladen oder während ihr dadurch die hier durchfahrt. Quatsch. Auf gar keinen Fall greifen die ein während des Beladens. Die werden sich nicht die Mühe machen, die Kisten selber zu verpacken. Das stimmt. Was für Idioten. Wenn, dann holen die sich den ganzen Laster. So, haha, irgendwie. Also wir können hier links oder hier rechts auf der Hauptstraße zum Lager kommen. Ich habe eine Idee, ich könnte im Auto bleiben und das Fahrzeug könnte man hier parken und dann... Ah, nee, das ist zu auffällig, da kann ich mich nicht verstecken mit dem... Mit dem Gewehr, das ist so gefährlich. So auffällig. Ja, wie gesagt, Omba und ich müssen sowieso die Kisten schleppen. Aber... Ja, ja. Deshalb glaube ich, dass der Zugriff entweder kurz nachdem ihr das beladen habt, stattfinden wird oder in dieser Gasse da. Oder Francesco ersetzt einen von uns, ist der andere halt Wache schieben. Du könntest das Auto vielleicht doch hier an der anderen Straße hier parken, sodass man da durchsehen kann. Dann kann ich zwar nicht die ganze Zeit zählen, aber ich kann mit dem Gewehr agieren, weil das ist sonst so auffällig. Das würde mir das Abenteuer wieder nicht überstehen, das Auto. Ein Auto zu ersetzen, deine Hand oder dein Arm oder dein Kopf nicht? Ja. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich helfe Kisten schleppen und fahre mit dem Auto daher. Es geht ja sowieso schief. Ich setze mich ins Auto. An der rechten Seite, so dass ich voll. Es geht auf 17 Uhr zu, ja? Okay, so, wir gehen hier längst, oder was? Weder großes Vertrauen, dass unsere Pläne funktionieren, noch dass sie irgendwas überhaupt bringen. Werden. So, das wird richtig gut. Ist egal. Hast du dich unter das Auto gelegt, oder wie? Ich bin im Auto. Das ist eben voll fun. Also, wir stellen uns einfach jetzt vor, ich setze im Auto. Okay. Auf der rechten. Müsste das Auto nicht andersrum stehen? Wieso? So in Fahrtrichtung? Was? Fahrtrichtung ist hier und Fahrtrichtung ist da. Das ist eine große Straße. Ja, ich glaube nicht, dass man da so parken darf. Das fällt so sehr auf.
Ja, also wie gesagt, es sind jetzt 17 Uhr. Also ich habe nichts mehr vorzubereiten, das können wir anfangen und in die Falle rennen. 17.10 Uhr. Wer stellt sich eigentlich da vorne hin? Also wer sitzt am Steuer? Ja, du. Nee. Vom Laster. Vom Laster, das muss doch Francesco machen. Der ist doch der einzige, der Auto fahren kann. Nein, ich spreche von dem anderen Auto. Fahrt ihr alle im Laster mit? Nein. Gut, deshalb meinte ich, wer setzt sich hier mit ins Auto, ans Steuer, weil ich kann nicht gleichzeitig fahren, losfahren und dann... Ombra und ich gehen ja nachher zum Auto und fahren da hinterher. Ja, gut. Es kann sein, dass er schnell gehen muss, deshalb. Wir werden ja wohl die 2 Meter hier schaffen zum Auto. 17.20 Uhr. Ja, also ich bin ein paar Positionen im Auto. Sind wir denn schon da um 17.20 Uhr? Nein, ich hab noch nicht gesagt, dass er jetzt irgendwie losgefahren wird oder so. Wir fahren los. Was? Ich dachte, wir sind bereits da. Ich hab gesagt, ich bin eine Stunde vorher da. Wir wollen pünktlich ich da bin sein. Punkt 17 Uhr da. Wir können das auch im Auto besprechen. Ja, also wir fahren dann los. Okay, es sind 17.20 Uhr und ihr seid da. Dann positioniert euch bitte mal dahin, wo ihr erwartet, dass ihr jetzt seid. Ja, okay, dann muss ich vorher da sein, weil ich habe ja gesagt, ich komme vorher, damit es nicht so auffällt. Mhm. Dann kommen wir mit dem Auto hier unten an, gehen dann durch diese schöne, hohle Gasse hier oben wieder hoch. Ja. Kann ich hier einen Wahrnehmungswurf werfen? Bitte! Einen passiven. Während ich hier vorbeikomme, schnappe ich den Jungen, der sich da versteckt hat, und überwältige ihn. Vielleicht fällt mir ja zufällig was auf, die große Bombenschnur, die hier liegt. Du kannst ja ein paar Mal hin und her laufen. Im Hafen ist noch ein bisschen Betrieb. Ich schaue mir den Laster an. Das tickt immer so lustig, wenn man da vorbeiläuft. Oder mal so einen generellen Wahrnehmung so, wenn wir da ankommen. Ganz normales Hafentreiben. Ich habe auf jeden Fall alle meine Waffen bei. Der Laster sieht auch noch ganz gut aus, eher neu. Ich teste ihn, ob er läuft. Er springt auf Anhieb an. Und explodiert aber nicht. Klasse. So viel dazu. Ich schaue mir die Reifen an. Nagelneu. Gut. Und auch keine Nagelbretter davor müssen. Okay. Ist da irgendwie ein Sackkarren oder so, damit wir die verladen können? Es wuseln da überall so ein paar Hafenarbeiter rum, die nutzen da gerade die Sackkarren, um andere Schiffe zu be- und entladen. Vielleicht ist ja einer am Laster. Nein. Ich räume mal die obere Kiste hier weg, also irgendwie in Richtung nach unten. Wird er den Laster hier näher an den Kran ranfahren? Ey, das ist eine gute Idee. Ja, ich gucke, ob ich einen Sackkarren organisieren kann. Du triffst da einen, der gerade so eine Sackkarre benutzt. Guten Abend, Mister. Er stellt seine Ladung ab, guckt einmal links und rechts, holt sich seine Zigaretten raus. Guten Abend. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mir die Sackkarre hier kurz leihe für ein paar Minuten? Ja, kommt vielleicht eine schwere Ladung an. Müssen wir jetzt einen Laster vollpacken. Ja, ehrlich gesagt, mein Boss mag das nicht, wenn ich hier sein Werkzeug verleihe. Verstehen Sie? Ja, ich werde auch ganz vorsichtig damit umgehen. Ja, er guckt dich von oben nach unten an. Da habe ich keine Zweifel. Sie wissen doch, wie das ist, den ganzen Tag Kisten zu schleppen. Es geht auf dem Rücken. Ja, wie soll ich jetzt hier die ganzen Sachen transportieren? Ich dachte, sie sind fertig. Sie machen sich doch schon eine Kippe an. Ja, ich dachte, sie wollten was Wichtiges von mir. Ja, schon ziemlich unser wichtig. Unser Leben hängt davon ab. Also, ich meine, ich bin jung, ich möchte meinen Rücken noch gern behalten, ein paar Jahre. Wenn ich jetzt hier gegen die Regeln verstoßen muss und dann selber ein bisschen mehr schleppen muss. Gib dem Mann $2. Das kostet mich natürlich zusätzlich Zeit, ne? Ja, ich rück mal so $10 raus. $10. Nee, was weiß ich, wie viel Geld. Nee, er nimmt, ja nicht, er nimmt dir das und nimmt die $10 entgegen und sagt. Wie ist es jetzt? Schnippst die Zigarette weg. Wo soll ich mit anpacken? Kommen Sie mit. Da muss er nicht mehr arbeiten die Woche. Er schiebt die quietschende Sackkarre hinter dir her. Endlich mal jemand, der sich damit auskennt. Tommy, ich hab hier wen mitgebracht. Sehr gut. Unser fleißiger Helfer. Oh, kräftig sieht er aus. Derweil fährt also auch schon ein Schiff da rein und macht da am Pier fest. Ich rauche auch eine Zigarette. Ist das unser Schiff, Tommy? Solltest du nicht mal gucken können? Sieht so aus, wenn es hier anlegt. Luigi konnte uns ja den Namen des Schiffes nicht sagen. Dann geh doch mal gucken. Ich sag mal zu unserem Aushilfe, dass er mal kurz hinter dem Laster bleiben soll und kurz warten soll. Ich ruf dich da. Ich glaub, für $10, dann kannst du ihn mit nach Hause nehmen für einen Monat. Boah, was weiß ich. Hatten wir wohl ausgemacht, wie viel Geld wir haben? Ich kann mich nicht dran erinnern. Nie genug. Soll mir auch egal sein. Wir haben's ja. Er soll auf jeden Fall nicht sehen, was da drin ist, wenn wir die Ladung checken. Also ihr wollt an Bord, oder wie? Ja. Ich warte, da steigt da wahrscheinlich jemand aus, oder nicht? Oder genau. Bringen doch das Zeug zumindest aus dem Schiff raus, dachte ich jetzt. Wo ist der denn herkommen? Kommt irgendjemand und begrüßt uns, oder keine Ahnung. Ich warte da natürlich jetzt, wenn das Schiff anlegt, dass da jemand kommt. Ja, das ist eine paar Mann Besatzung, die verteuern das Schiff.
öffnen die Ladeluke. Irgendein Hafenmitarbeiter klettert auch auf den Kran darauf, bewegt ihn entsprechend dahin und fängt an, das Schiff zu entladen. Ja, nun geh schon, Tommy. Ich bin noch da. Worauf wartest du denn? Wie, worauf warte ich denn? Ich bin noch entladen jetzt. Da sind wahrscheinlich Kisten. Die müssen wir jetzt einfach aufladen. Ja, so in Riesennetzen werden halt dann jede Menge Kisten und Säcke und alles mögliche von dem Schiff entladen. Vielleicht fragst du erstmal, ob es unsere Keramiklieferung ist. Die wissen gar nicht, was sie transportieren, oder? Die das ausladen. Ist da einer, der irgendwie eine Strichliste führt oder so? Es kommt einer dem Pier entlang, sehr zielstrebig auf das Schiff zu. Der hat ein Klemmbrett dabei. Und dann springt auch schon vom Schiff einer an Land, geht auf den zu und händigt dem ein paar Papiere aus. Ja, zu dem Herrn werde ich dann hingehen. Der guckt sich Papiere an, macht irgendwelche Haken dran und guckt, was da so alles entladen wird. Sir, kann ich Ihnen helfen? Ja, wir sollen hier eine Lieferung von antiken Keramiken abholen. Ich bleib in Sichtreichweite. Für wen? Wer ist der Empfänger? Haben wir das auf seinen Namen echt? Hallo, er hat uns doch irgendwas gesagt? Hat uns nicht gesagt was, also. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist das, läuft, der hat auch einen Namen in der Öffentlichkeit, oder nicht? Also, man kann ihn schon nennen, das ist. Banks, Tyler Banks heißt er. Ja, Tyler Banks, sag ich. Sie sind sicher, dass Sie Mr. Banks meinen und nicht Mr. Porterhouse? Ach, sein Mädchenname. Ah. Ach so, ja. Ach ja, stimmt, er benutzt gerne seinen Mädchennamen. Ja. Er benutzt ein Mädchen. Er hat früh geheiratet. Ja, die Kisten kommen da gleich. Sehr gut. 2 Dutzend. Er blittert so ein bisschen um. Kommt hin. Derweil der Kran entlädt immer wieder weiter Zeug, wird dann hier am Pier irgendwo abgestellt. Hey, ist das ihr, Laster? Steht hier im Weg. Ja, wo soll er denn hin? Ich muss nach Kisten aufladen. Ja, wir müssen hier ein Schiff abladen. Ich fahre ein bisschen vor. Nach einiger Zeit kommt dann der Kapitän oder wer auch immer da und sagt, da drüben, da sind die Kisten. Ich zähle sie. Könnt ihr so eine Probe auf Mathematikwissen machen, aber ich... Kann das auch kommen? Nein, also es ist 24, kannst du zählen, ist okay, es sind 24 Stück. Sehr gut. Dann nicke ich meinen Kollegen zu. Okay, dann gehe ich da mal hin zu den Kisten. Und mach mal probenweise eine auf. Wenn keiner zuguckt. Wenn keiner zuguckt. Nimm mal eine, nimm sie, bring sie ja, in oder den ich Laster nehme sie mit rein in, und mach sie da auf. Genau, ich nehme sie mit in den Laster und mach sie da auf. Ja. Zwischen jetzt eine Ming-Vase drin. Nein, innen drin ist jede Menge Stroh und dazwischen entdeckst du auch die ein oder andere Flasche. Okay, ist es das Zeug, ja? Ja. Okay, dann stelle ich aus, pfeife hier meinen bezahlten Heini ran und sag... Ab geht's. Kisten sind da. Ja, der kommt mit der Sackkarre und packt eifrig an. Ja, ich helfe ihm. Also er karrt immer so 3 Kisten mit der Sackkarre von der Abladestelle bis zum Auto und reicht sie dann nach oben an. Ja, ich verstaue die dann. Und nach einer gefühlten 3/4 Stunde ist die ganze Aktion erledigt. Der Lastwagen ist voll. Ich achte auf die Umgebung. Gut, dann einsteigen, wer möchte. Ja, ich steig ein in den Lastwagen. Ja, ich sag noch zu Francesco, wir sind hinter dir. Guck ab und zu durch den Spiegel. Okay. Wer ist im Laster? Ich und, ich bin auch da natürlich. Genau, ich Francesco und... Dinge. Also Francesco und Tommy sind im Auto. Gut. Ja, ihr müsst ja nicht sofort losfahren. Ihr könnt ja mal ein bisschen Zeit geben, bis ich auch beim Auto bin. mach schneller. Los, komm. Finde ich, bewegt mich schon relativ langsam gerade. Wir wissen ja, wie langsam du bist. Ihr müsst doch nicht mal starten. Wenn ich mal Zeit lassen. Wer fährt? Ombra schon seit Stunden nichts sagt, fahr ich einfach. Was ist das für ein Wagen, der da der kommt? Der ist uns gerade voll reingefahren. Der da angefangen kommt? Damn. Der ist uns voll reingefahren da. Ich glaube, ich bin tot. Ich sitze zum Glück auf der Beifahrerseite. Kann ich das nicht vorab sehen, dass der... Also, in dem Moment, wo ihr aus der Seitenstraße rausbiegen wollt, rauscht ein Fahrzeug vor und bleibt genau vor dem Laster stehen. Ich ziehe meine Waffe. Sofort. Aus dem Wagen springen, Ich bück mich. Ich hab meine Waffe gezogen gehabt die ganze Zeit. Ich hab mein Gewehr gezogen. Darauf sitze ich ja hier. Ich ziehe auf den Typen, der da rauskommt. Oh, sie haben uns erwischt. Unabhängig von unserem Plan. Damit war nicht zu rechnen. Jetzt lacht nicht, ich hab keine besseren Token gefunden. Wo kommen die her? Poppen die plötzlich auf? Nein. Die spawnen da.
Die spawnen die da? Oder springen die aus dem Auto? Die springen aus dem Auto. Jeder von denen hat eine Tommy Gun. Oh. Wie schon gesagt, ich bück mich. Einer von denen, und jetzt muss ich ja bewegen, ne, kommt zur Fahrertür. Ja, schieß. Können wir auch noch was machen? Hallo? Ich wollte eigentlich schon längst was getan haben. Ja, ab dem Zeitpunkt, Ich hab's im Anschlag und ab dem Zeitpunkt, wo der da bewaffnet rauskommt, kann ich agieren. Schieß ihn gleich nieder. Brauch nur einen von denen. Ja, genau das habe ich vor. Ja, dann. Sehr gut. Erzählt hier. Ich würde gerne schießen. Du würdest gerne schießen oder du schießt gerne? Das heißt, ich schieße. Oh Gott. Wie weit ist der denn entfernt, der Wagen? Eine Straßenbreite, das ist also... Boah, schieß den bitte ab, der ist so zügig. Mensch. Also will ich da mit dem Wurfmesser nicht hinkommen. Du kommst auch nicht mit dem Messer zur Schießerei, echt jetzt. Vielleicht sind die mit ihren Waffen zum Messerkampf gekommen. Also bis die Luna dann endlich mal ihre Waffe... Ich dachte, du hast sie im Anschlag. Schieß jetzt. Ja, sicher. Ja. Schieß, los. Aber... Ja? Schieß auf den... Ich steige ins Auto und mache es an. Mit dem Plan, jemanden umzufahren. Oh. Yes. Sehr schön. Gut. 14 Schaden, der ist tot, der Vogel. Sie kann das. Batsch. Batsch. Genau, sie hat mit der Springfield einmal abgedrückt, einen extremen Erfolg hingelegt und verursacht gleich 14 Schaden. Au. Oh. Bin so stolz auf dich. Warte mal ab. So geil. Batsch. In guter Alter, jetzt muss ich mal eben hier wieder gucken. Die richtige Farbe erwische, ne? Ja, mach mal die schönen Splatter jetzt. Das war unser Erfolg für heute. Ich glaube auch, du hast sie gehabt. Das war's dann. Was macht denn der Falkun da? Der schiebt jetzt das Auto über die Straße, oder was? Ich hab doch gesagt, was ich tue. Steig ins Auto, will wieder umfahren. Oh, ja, okay, langsam. Ach, jetzt lass den Ricardo auch nochmal irgendwas tun, weil der ist nach der Geschicklichkeit eigentlich der Nächste, der dran wäre, ne? Ja, bei mir ist es eigentlich so, da ich sehe, dass die springen raus, in dem Moment kracht's aus dem Auto, ein Typ wird wahrscheinlich gerade quer über die Motorhaube da vorne geschleudert, gerutscht runter, und ich sehe nur, dass die Tommy-Guns in der Hand haben. Ich mache ein Ausweichen über unsere eigene Motorhaube hinter das Auto. Du siehst, wie ich einsteige. Gibt das hier eigentlich sowas wie eine Innie? Geschicklichkeit, sag ich doch gerade. Als nächstes wäre dann Dominik dran, der aber gerade das Auto dann in Bewegung setzt, hinter das sich Ombra versucht zu verschanzen. Also bei mir ist es so, ich probiere über die Motorhaube zu rollen, weil ich gehe nicht mit dem Messer oder sowas auf den Blick. Ich hau erstmal kurz mein Ausweichen drauf. Ja, das ist mehr als geschickt, dass ich über die Motorhaube geschickt... Da kommt aber mindestens ein... Okay, passt. Ja, du bist erstmal dahinter. Dann hätten wir als nächstes Salek. Der sitzt im Auto, im Laster, ne? Ja, im Beifahrersitz hier. Kann ich durch die Scheibe auf den einen schießen? Also die zwei auf der Seite, die dem Laster zugewandt sind, ne, die kommen also auch entsprechend zur Fahrerseite und zur Beifahrerseite hin. Ja, den Beifahrer meine ich nicht. Du willst auf den, der an deiner Seite kommt, schießen, ja? Dann kurze Distanz. Ach komm, das muss klappen einfach. Ah. Ein schwieriger Erfolg, ist eine 30 geworfen. Ach, gut, wenn man eine 80 als Fertigkeitswert ist, ja schon mal okay. Hättest also sogar einen schwierigen Erfolg locker geschafft. Machst 11 Schaden. Ja, du hast mal so einen Kopfschuss verpasst. Wie auch immer du es gemacht hast, aus der Hüfte die Waffe ziehen und ballern und Kopfschuss und Wumm. Der stellt auch keine Gefahr mehr dar. Ich hab irgendwie... War ich darauf vorbereitet, dass das passiert, glaube ich. Dann als nächstes ist Cindy. Cindy hatte schon vorgezogen, ja, dann bleibt noch Francesco über euch, genau. Ja, ich darf gleich noch einmal. Also ich hatte mich ja geduckt, als ich die Maschinenpistolen gesehen habe, damit ich nicht gleich durch die Fahrerscheibe erschossen werde, hab mich praktisch hinter die Tür gebückt und bin bereit zu schießen, wenn jemand die Tür öffnet. Glaubst du, der öffnet die Tür? Ich würde mir die Tür nicht gleich, glaube ich. Dann sind... Duckst dich und... Meine Gegner endlich, oder meine Akteure, die NSC ist mal wenigstens dran. So, ich fange mal an mit dem, der an der Fahrertür zum Laster steht. Da um ihn herum geschossen wird, fackelt der nicht lange und drückt auch einfach ab. Mit einer Tommy-Gun aus kürzester Entfernung durch eine damalige Seitentür. Gute Nacht, Marie. Ja, tschüss. Eine 5 geworfen, da brauche ich nicht großartig weiter nachzugucken. Wahrscheinlich beide tot. Hättest mal lieber Rückwärtsgang eingelegt, anstatt dich zu verstecken. Ja, der spräht mal ganz kurz mit ungefähr 200 Schuss da rein jetzt. Aua. So, was hat man bei der Tommy Gun? Ich dachte doch eigentlich, dass du den erschießt, Luna. Nicht, ne?
Nein, das war ja der erste, die saßen ja da zu dem Zeitpunkt noch im Auto. Ich habe den ersten genommen, der ausgestiegen ist. Und die anderen sind dann dahin gerannt. Das ging doch gar nicht anders. Ich hatte die Hoffnung, dass auf die schießt, die auf sie schießen. Ja, zu dem Zeitpunkt hat noch keiner geschossen. Na, jetzt hast du ein Schwein? Hast Alter, du echt ein mal. Schwein? Also so, es ist wieder das Übliche, ne? Eine Runde, ihr verkackt sämtliche Würfe und in der Folgerunde... Okay, er hat also drei Schadenspunkte, wenn ich davon jetzt noch in Anführungszeichen das Wagenblech abziehe, also Glassplitter, er kriegt einen, kriegt er, ja. Ja, genau, links neben dir, es rauscht da ein bisschen Glas runter und du siehst, wie sich das Wagenblech massivst einbeult. Vielleicht kannst du durch die eine oder andere Stelle auch so ein bisschen rausblicken, aber jegliche Kugel verpeilt dich oder wenn überhaupt, dann... Cool. Ist relativ simpel. In dem Moment, wo der ausgestiegen ist, rutscht Francesco nach unten, der Typ drückt ab nach oben, erschreckt durch die Schüsse und die ganzen Schüsse gehen oben ins Dach rein, weil er ungefähr auf Fensterhöhe abgedrückt hat. Ja, Glasscherben oder sowas. Gut. Bleibt noch Nummer 4 von den Angreifern, der noch am Leben ist. Der ist auf der linken Seite des Fahrzeugs. Der hat... Hat der auch eine Tommy Gun oder hat ein Messer? Abweichend von den blöden Zeichnungen haben die alle Tommy Guns und der hat freies Schussfeld auf Luna. Nein, die sitzt im Auto. Ich sitze im Auto. Wieso sitzt Luna im Auto? Luna steht da vorne. Die sitzt die ganze Zeit schon im Auto. Du kannst ja nicht ins Auto drinnen bleiben. Sie ist die ganze Zeit im Auto drin. Ich habe die ganze Zeit im Auto gesessen mit der Scheibe runter. Das habe ich gesagt. Macht nichts. Er ballert aber trotzdem einfach dann da, woher geschossen wird, auf das Auto quer drauf los. Ja, das ist doch schon weggefahren. Das ist in Bewegung, aber so. Du sollst nicht eine 6 geworfen, das ist schon mal ganz gut, aber auch da, Mann. 4 Trefferpunkte, auch da, sag ich mal, das bleibt irgendwo stecken. Also der Wagen, sämtliche Scheiben zerplatzen, die rechte Seite bedarf einer Runderneuerung, hat ordentliche Löcher, aber... Das ist nicht meine Art. Es bleibt da nicht viel an Schaden bei euch hängen. Mann, 4, das ist unglaublich. Eine 2 geworfen, eine 1 geworfen. Sehr geil. Ist doch cool. Du willst uns auch nicht wipen. Ja, ich wollte euch nicht gleich in der dritten Runde töten. Okay. Du bist auf unserer dann Seite. Dann wären wir jetzt wieder in der normalen Inni. Nee. Luna wieder dran. Nach Geschicklichkeit ist Lachs als erster dran. Ich habe eine Frage. Und zwar hieß es doch irgendwie, dass wir in der Runde 2-mal schießen können, wenn wir ab einem gewissen Wert... Das kommt aber wahrscheinlich jetzt auf die Waffe drauf an. Genau, das kommt auf die Waffe drauf an, ob die mehr schussfähig ist. Achso, würde ich auch gerne machen, wenn es geht. Genau. Du hast ein Repetiergewehr. Also vom Wert her müsste das gehen, das ist die Springfield. Die hat nur einen Angriff. Die Springfield, Moment. Okay, aber kann ich das dann nutzen, um nachzuladen? Du lädst ja nicht nach, du ziehst durch. Nächste Runde kannst du wieder schießen. Kann ich noch was machen? 9-11. Du hast die 45 Colt. Ja, du hast bis zu 3 Angriffe. Automatisch, locker. Also ich würde, wenn das geht, die Tür aufmachen, mich auf den Boden fallen lassen oder am Auto durchschießen auf den einen, der da noch auf der anderen Seite steht. Das kostet dich 2 Strafwürfe. Ja, weil wirklich komplexe Aktionen, sehr komplexe Rahmenbedingungen. Ja, nee, ist okay. Wenn es klappt, ist cool. Wenn nicht, dann war es zu erwarten, dass es nicht klappt. Okay. Deswegen kriege ich auch 2 Strafwürfel rein. Okay. Das ist nichts, es kracht, es bummt, genau, jemand fällt am Boden, schießt, aber das geht in den Sand, in den Dreck, genau. Dominik, wolltest du eine zweite Aktion machen? Du fährst ja gerade mit dem Auto, von daher ist deine zweite Aktion so ein bisschen schwer. Ja, ich will es wenden und den einen da umfahren, der da steht. Du fährst weiter. Wenn ich das schaffe. Wen willst du umfahren? Ping den bitte mal gerade an. Der mit dem Messer. Naja, das schaffst du in dieser Runde nicht. Also den Wagen da einmal quer um die Straße zu wenden, Kann ich nicht so eine schicke Aktion machen? So ein Drift? So einen halben Drift? Bei dem Tempo, mit dem du gerade fährst? Nein. Du bist doch gerade erst losgefahren. Naja, scharf anfahren. 180 Grad, wenn du was mit Stand ist, mit dem Auto noch nicht möglich. Cindy, wenn du kannst dann eine zweite. Wenn du ein bis zwei steht, dann kannst du einen zweiten Schuss auch machen. Aber wie gesagt, kostet dich dann einen Strafwurf. Ja, ist ja okay, oder? Ja, probier doch. Bevor die uns über den Haufen schießen, würde ich den nächsten... den da nehmen, der am nächsten steht. Ja, ich würfel's. Boah, geil. Sag doch, du kannst alles. Ich hab noch gar nicht gesehen, was ich gewürfelt habe. Splat! Okay, ich hol die rote Farbe wieder raus.
Entschuldigung. Mochtest du den NPC? Sehr schön. Ich hoffe nicht. Das ist der mit dem Messer, das ist der Besondere. Ja. Den hast du jetzt getötet. Oje, so lass den vierten jetzt aussprechen. Aber ich darf nochmal. Nee. Ja. Nicht? Nee, weil ich könnte dir keinen vierten Strafwürfel mehr geben. Also die Aktion, so, ja, du hast einmal schade. Geschossen, dann hast du die Tür aufgemacht, dich fallen lassen und nochmal abgedrückt. Ja, okay, also jetzt Tür ist, offen, da ist langsam gut. Ne? Von daher sind jetzt alle soweit durch. Der letzte noch überlebende Angreifer nimmt die Beine in die Hand und... Kommt noch nicht dran. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Wir haben nur Aktionen verweitert. Ja, okay. Tut mir leid, ist so. Da ist ja der... Sehr gut, danke, okay. Lars. Geschenk, nein, ist okay, darauf Lars, achte ich die dann ganze deine Zeit. Aktion, bitte. Ganz super, weil sonst wäre er uns nämlich wieder weggelaufen. Wir wären wieder genauso dämlich wie vorher gewesen. Ja. Ich wäre jetzt der Nächste. Ja, dann los. Du hast gesagt, Lotte, geschickt. Genau. Also, die Entfernung von mir bis zu dem Machetentypen, reicht das mit einer Bewegung von 8? Komme ich da hin? Was meinst du? Wenn du dann keine weitere Aktion mehr machen möchtest, ja. Dann mache ich es anders. Komme ich, wenn ich noch die Thompson aufheben will, komme ich zu dem anderen hin, zu ihm hier? Also du möchtest dahin. Ich möchte jetzt einfach zu dem hier rennen und noch die Thompson aufheben. Ja, aufheben kannst du. Ja, dann renne ich unter Deckung dahin und heb sozusagen die Thompson auf und duck mich also sozusagen, bleib hinter dem Vorderreifen und dem Motorblock. Gut, dann ist Dominik dran. Ja, der andere ist jetzt nicht weggelaufen, oder wie? Nein, der ist ja noch nicht dran mit weglaufen. Der hat ja gerade erst geschossen und sein halbes Magazin auf... Dann gebe ich schon mal Gas und warte mit der Kupplung, bis der Typ abhaut und dann fahre ich ihn um. Man hört das Aufheulen des Fords, ne? Kann ich ihm, sehe ich den Typen irgendwie unterm Auto durch? Du siehst da zwei Beine, ja. Und jede Menge Patronenhülsen, die da runtergerauscht sind. Ich schieße auf die Beine. Ich kann ihn ja jetzt nicht töten durch einen Beinschuss, ne? Ja, ich schieße auf seine Beine. Dann schieß. Ja. Das ist ein regulärer Treffer. Scheint aber nur ein Streifschuss zu sein mit 5 Punkten. 5 Punkte ist ein ordentlicher Treffer. Der sackt ein, fällt zu Boden. Der kann sich nicht mehr halten. Also der Schuss ging durchs Bein. Perfekt. Durchs Knochen. Du siehst ihn also jetzt zu Gänze, ne? Kann er jetzt nochmal schießen? So, Luna ist aber jetzt waffentechnisch auf der abgewandten Seite. Ja, das wollte ich sagen. Der Typ, habe ich denn überhaupt in der Schusslinie? Du hast jetzt niemanden mehr in der Schusslinie. Lass ihn leben, einen brauchen wir. Na, ich wollte ihm höchstens versuchen, in die Hand zu schießen. Nein. Und damit er die Waffe... Nein, definitiv nicht. Da stehen diverse Autos im Weg. Nein, das sagte ich ja. Du kannst rufen, er soll sich ergeben oder irgend sowas, bitte. Ja, dass okay. Er nicht weiterschießt. Bis zu sei mir nicht böse, okay. Das wird er nicht hören aufgrund der Tatsache, dass da gerade ein Schuss kracht. Außerdem heult gerade der Motor des Fords auf, weil nämlich Falcone gesagt hat, er gibt Vollstoff und hält die Handbremse an. Da kann Luna mit ihrer Piepstimme noch so laut brüllen aus dem geschlossenen Auto. Ich habe keine Piepstimme. Piepstimmen sind okay. Entschuldige bitte, also aber eine Piepstimme hat sie Luna nicht. Luna, keine Aktion? Was? Ich habe nicht gesagt. Ich wollte ja was rufen, aber da wurde mir eine Piepstimme ja, unterstellt. Du kannst gerne rufen, aber das wird er nicht hören. Allein schon auf der Tatsache, dass er sich am Boden rumwinselnd, schmerzhafterweise... Ich hupe auch noch, damit der Ombo ausweicht. Ich schiebe und decke. Ich kann ja sowieso nicht gerade zielen. Also wenn ich keinen Schussfeld habe, kann ich nichts machen. Okay. Also, am Boden liegend drückt er auf den Abzug der Tommy Gun. Die rattert nochmal los, aber irgendwo hin. Es gelingt ihm also nicht, die Waffe irgendwie gezielt irgendwo hinzubringen, sondern die rattert einfach so los. Vielleicht sackt hinten rechts jetzt der Lastwagen ein, weil einer der Reifen getroffen ist. Na toll. Gerade das, was nicht passieren wird. Damit wäre Thomas dran. Stoß die Tür auf der Fahrerseite auf und beug mich raus mit der gezogenen Pistole jetzt und sag ihm, Waffe weg oder das endet noch schlimmer hier. Kannst du ihm seine Rechte vorlesen? Er hat keine Rechte, wenn ich mit ihm fertig bin. Ja, also diese Aufforderung und angesichts der massiven Verletzungen und der leergeschossenen Waffe sagt er nach hinten weg und ergibt sich. Beeilt euch, wir müssen die Leichen hier wegschaffen. Müssen wir alle die Laster hier wegschaffen? Ja, echt mal, das ist wichtig. Du hast doch noch deinen Helfer mit der Sackkarre. Wer kann das so machen? Kaputten Reifen, Mann. Bei mir ist es so, ich laufe zum nächsten,
schnapp mit dem seine Tommy Gun, lauf zum nächsten, schnapp mit dem seine Tommy Gun, lauf zum nächsten, schnapp mit dem seine Tommy Gun, renn dann hinten hin. In der Zeit können andere was anlassen. Fahr das Auto zur Seite. Spring in die Laderampe, schmeiß die 4 Tommy Guns hinten rein und zieh die die Plane zu. Ende. Meine Aktion für die nächsten XY Runden. Der Reifen ist platt, ne? Ich steige in das nächste Auto, fahr es zur Seite. Okay. Tja, ist dieser Wagen, dieser Laster noch mit platten Reifen bewegbar? Bewegbar, ja. Fahrbar? Nein. Also wenn du jetzt damit bis zum... Gibt's einen Ersatz? Lass dann noch immer Ersatzreifen unten, oder? Steht in der Nähe vielleicht ein Lieferwagen, den wir klauen können? Ja, den brauchen wir trotzdem eine Dreiviertelstunde, um die umzuladen. Die Frage ist, wie lange habt ihr gebraucht, um zu beladen? Wir können ja nicht ewig weiterbleiben. Irgendwann kommt die Polizei. Nein. Moment, wir haben letzte Nacht oder vorletzte Nacht, wann es genau war, die 12 Kisten in mein Auto geschafft. Das hat doch gepasst. Genau, also vielleicht können wir jetzt noch das Fahrzeug des Überfallkommandos dazu nehmen oder auch 12 Kisten reinkriegen. Würden wir das schaffen? Was machen wir mit den Leichen? Die können wir nicht hier liegen lassen. Die Leichen lassen wir hier liegen. Da ist ein Hafenbecken in der Nähe. Okay. Ganz klassisch. Und im Kofferraum hast du auch noch einen Sack Fertigzement. Schnell bindend. Aber dir ist schon klar, dass am Hafen Leute sind? Ja. Ich renne übrigens zu dem Typen hin, trete ihm noch mal ein paar Mal kräftig gegen sein Bein und dann verbinde ich ihn. Aber fluchend renne ich zu ihm hin auf Italienisch auch. War von culo. Würde das klappen mit den Autos? Ja, wir können schon mal anfangen, die Kisten zu verladen. Ganz, 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 ganz schnell. Ich fahr das Auto weg und bind mir schon mal mein Dingsbums um. Gesicht hier in meinen Hals zu. Also holt die Kisten aus dem Laster raus, verteilt sie auf die beiden anderen Fahrzeuge. Ja. Jetzt sind wir auch mehr, die tragen. Genau. Damit seid ihr eine ganze Weile beschäftigt, aber klar, unter dem Stress geht's dann halt vielleicht ein bisschen hektischer und zügiger, aber nach 10, spätestens 15 Minuten wäre alles erledigt, verladen und ihr könntet euch auf den Weg machen. Was macht ihr mit den 3 Leichen und einem Winselnden? Liegen lassen. Den Winselnden wollten wir mitnehmen. Na, den Winselnden müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Leichen, naja. Also der Winselnde kriegt noch immer wieder Schläge von mir. Beschimpfung. Aber den nehmen wir doch mit ins Auto. Wie viele Leute passen denn ins Auto mit Kisten? Mit Kisten passen keine mehr rein. Ja, also, haben wir 2 Fahrer. Dann gehen wir mit dem Winselnden hinten in den Laster rein. Ja, und den wollt ihr da stehen lassen oder was? Schleppt den einfach weg? Schmeißt die Leichen da rein. Den Winselnden, den wollte ich mit da reinnehmen in den Laster und mit ihm sprechen. Nee, aber dann bleibt ihr doch da stehen. Wir müssen uns vor allen Dingen beeilen. Ihr solltet da weg. Also ich bin schon längst am Rennen. Ich bin am Rennen. Ich verschwinde in den Schatten der verschiedenen Hafengebäude und nicke nur noch dem Francesco zu, so ungefähr. Wir sehen uns bei Banks und bin weg. Dann tu mir den Typen in den Kofferraum von dem... Ja, ich fahr nach da. Ja, pack die Typen in den Kofferraum. Also der Typ kommt nicht in den Kofferraum von einem Auto, egal wer ist. Ja, der passt doch nicht mehr rein in die Kisten drin, oder? Können wir schon dazwischen quetschen, oder? Mann, schlepp den doch einfach mit, oder lässt den liegen, ne? Was, der Verletzte muss mit. Den müssen wir befragen. Schleppt ihn hier durch die Gasse und verschwindet hier irgendwo. Macht er doch keine Wissenschaft draus. Wir schnappen den Typen auf jeden Fall, der muss mit. Ja, toll, dann gehe ich mit dem Typen nach Hause. Sehr schön. Unser Fluchtauto ist schon weg. Ja, du hast ihn auch gefangen genommen. Ja, Tommy, komm, wir schaffen das zu zweit. Also, Francesco hat sich sein eigenes, etwas lediertes Auto geschnappt, vollgeladen mit 12 Kisten und fährt von dann in die andere Richtung bewegt sich Falcone mit dem Auto der Ganoven, die euch da irgendwie überfallen haben. Ebenfalls 12 Kisten mit guten irgendwas drin. Ricardo hat sich abgesetzt und Tommy und Luna machen sich dann auch durch die Gassen von dannen, schleifen einen, ich sag jetzt mal Bewusstlosen, weil so oft wie du auf ihn eingetreten hast, reagiert er garantiert nicht mehr, schleifen also einen bewusstlosen Angreifer, den einzigen Überlebenden, hinter sich her. Ins Auto. In welches Auto? In Mainz, ich bin noch eine Stunde vorher gekommen. Wie auch immer, sei es drum. Spielerwillkür. Sie hat auch von Anfang an gesagt, dass sie vorher kommt. Sie wird ja nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß gekommen sein, sondern mit ihrem Auto. Im Hintergrund hört ihr die drei Sirenen. Die nähern sich jetzt auch dem Hafengelände. Aber ihr entkommt da glücklicherweise noch zeitig genug. Es ist ja auch dunkel. Genau, mittlerweile dämmert's. Oder nein, dämmert's nicht mehr, sondern die Sonne ist schon untergegangen. Und macht euch so auf den Weg wieder zurück zum geheimen Treffpunkt der Porterhouse Six Gang.
erstaunlich gut überstanden. Keiner hat irgendwie körperliche Schrammen davon getragen, außer vielleicht Tommy, der einen blauen Zeh hat. Von Filtriederei, ja. Ich würde halt die Hauptstraßen meiden, eher so ein bisschen durch die Seitenstraßen fahren. Mhm. Ich versuche auch im Dunkeln zu bleiben. Es gelingt euch unentdeckt, unaufgehalten, wieder ja, Geheimversteck einzutrudeln. Dort wartet auch schon Pastagan auf euch, ist ein wenig erstaunt, ob der Tatsache, dass kein Laster kommt, sondern zwar einzelne PKWs. Wir sind den Laster losgeworden. Er war uns unsicher. Ihr wisst schon, dass der Nagel neu war. Nicht mehr, nachdem die Kugel im Reifen steckte. Wir wurden angegriffen. Ja, von 4 Leuten. Er guckt einmal draußen vor die Tür, links und rechts, macht das Tor zu und hat, seht zu, dass das Zeug schnell abladet und dann weg mit der anderen Karre da. Zeug abladen, Karre wegfahren. Und was Tyler Banks zu der Aktion sagt, das hören wir uns dann in 2 Wochen an. Kann ich die Karre noch untersuchen, bevor ich es vergesse? Guck ins Handschuhfach. Das vergesse ich doch beim nächsten Mal. Ich mache mir Notizen. Ich werde dir dann sagen, was du im Handschuhfach findest. Ja. Und den Typen müssen wir dann noch verhören. Genau. Insofern. Schönen Abend noch. Danke fürs Leiten. Ciao, danke ciao. Danke fürs Mitspielen. Schönen Abend noch. Und wir sind 2 Wochen. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Wow. Wow. Hm? Gott, der Meister ist vorbereitet. Vielleicht sollten wir das doch nicht machen. Ja, ich habe aus den aus dem Infected-Mal-Debakel was gelernt. Ich habe das vorbereitet. Ich bin ja sowieso noch enttäuscht. Auf deiner Homepage sieht man die schöne grüne Wiese als Hintergrund und in Wirklichkeit hatten wir keine. Ja, da wurde nachgebessert. Ich darf sogar mein Auto bewegen. Ich sehe mich gar nicht auf der Karte. Ich suche mich auch. Ach, da bin ich. Ich sehe das für Luna sehe ich noch. Also vielleicht kann man ja davon ausgehen, dass wenn der Meister schon was malt, dass wir vielleicht taktisch vorzugehen haben auf der Karte. Ja, wir sind rechts, also ich bin rechts von der Karte. Ich habe gerade mal ich auch wahrscheinlich, oder? Gesehen, aber mein Charakter ist nicht da. Also wieso habe ich mich jetzt unter das Ding hier gestellt? Toll. Ich bin mit dem Auto verschmolzen. Ist egal. Hast dich unter das Auto gelegt, irgendwie? Ich bin im Auto. Das ist sehr, eben vorgefahren. Sehr schön. Da ist sie. Hast dich im Kofferraum versteckt. Lad mal dein Telefon auf. Hm? Ja. Ah, ihr hört das? Ich hab das extra irgendwo versteckt, damit ich das... Okay. Mach's einfach aus. Dann reg ich's ganz aus. Oder lass es auf. Ich habe extra das Basisstation ausgeschaltet. Stecker raus, damit es irgendwie nicht klingelt zwischendurch. Kannst du einfach das Telefon ausmachen? Ja, ich krieg das so. So etwa? Ich glaube, das legt dann zwar quer an, aber... Achso, ich habe so einen Kran. Ja. Ja, genau. Ist das Kran oder ist das der Pier? Oder das ist ein Kran. Oh, da klärt er natürlich nicht auf. Ach, das ist ein Kran. Ich dachte, das ist der Steg. Ja. Ja. Nee, der Kran. Ja, kenne ich aber in Gelb. Oh Gott, was machst du? Zerlegt das Schiff. Nein! Ja gut, wir nehmen einfach mal an, dass da ein Schiff liegt, ne? Mhm. Das hat eben noch besser. Ja. Das hat eben noch besser zueinander gepasst. Da sich unsere nächste Runde um mindestens eine Woche noch verzögern wird, habe die Möglichkeit, eine Frage noch allgemein zu klären. Kann ich die Karre noch untersuchen, bevor ich es vergesse? Guck ins Handschuhfach.
Das vergesse ich doch beim nächsten Mal. Ich mache mir Notizen. Ich werde dir dann sagen, was du im Handschuhfach findest. Was werden die Gangster im Handschuhfach finden? Macht uns dazu Vorschläge im Beitrag zu dieser Folge auf jägers.net. Dies war eine Jägers.net-Produktion aus dem Jahre 2017.